Ja, Holger Scholze hatte ein Thema erwähnt, was die Märkte derzeit nicht nur in Atem hält, sondern hin und wieder wirklich in Panik versetzt. Das sind die hohen Aufschläge, die hohen Zinsaufschläge, Risikoaufschläge, die die europäischen Länder bezahlen müssen, wenn sie sich derzeit am Markt refinanzieren. Ganz aktuell Spanien mit fast 7%. Die Rufe werden immer lauter, Rufe nach einer EZB. Sie möge doch jetzt hier richtig kräftig und lautstark zu Hilfe eilen, gewissermaßen als Feuerwehr. Und ich begrüße jetzt in Frankfurt Sandra Navidi. Sie ist Geschäftsführerin von Beyond Global, eine internationale Finanzberatung mit Sitz in New York. Frau Navidi, die Investoren verlangen jetzt für spanische Staatsanleihen Rekordprämien von fast 7%. Immerhin ist Spanien das viertgrößte Euroland, hat bei Standard & Poor's ein Rating von AA- immer noch High Grade. Was ist denn das für ein Signal, was da gesendet wird? Das Signal ist eindeutig, dass die Panik weiter um sich greift und dass die Rettungsmaßnahmen und bisherigen Koordinationen zwischen den einzelnen Ländern international, global nicht geholfen haben, diese Ansteckungsgefahr einzudämmen. Spanien hätte eigentlich ganz gute Chancen, sich zu regenerieren. Also das muss gar nicht in diese Richtung gehen. Aber das ist in diesem Fall auch eine Vertrauenskrise, die sich dann immer weiter fortsetzen kann. Was raten Sie denn Ihren Kunden bezüglich Spanien? Ich meine, 7% Zinsen, das ist doch eine Stange Geld. Ich gebe keine Anlagetipps, auch aus juristischen Gründen. Ich gebe Investoren die Parameter, aufgrund derer sie ihre Entscheidungen treffen. Aber ich würde sagen, die Gefahr ist sehr groß und das meiste Geld sitzt weiterhin on the sidelines und wartet darauf, dass sich die Lage etwas stabilisiert. Im Moment ist alles im Fluss. Wir sehen auch, die Regierungskrisen setzen sich weiter fort. Es schwelt in Italien, es schwelt in Griechenland. Man weiß noch nicht genau. Es sieht nicht schlecht aus, aber wo es letztendlich hingeht, das weiß man noch nicht genau. Jetzt hätte ich ja eingangs gesagt, die Stimmen werden laut, EZB soll sich engagieren. Und zwar richtig kräftig, laut, vernehmlich, fast wie die US-Notenbank, die Fed. Also man soll jetzt Geld drucken. Mario Draghi als Helikopter, Mario, ist das die Lösung? Es kauft zumindest weiterhin Zeit. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben quasi alles ausprobiert. Wir haben Munition verschossen. Nichts hat geholfen. Die Frage ist, wie kann man diesen Flächenbrand eindämmen? Da würde ein Eingreifen der EZB zumindest helfen, Zeit zu kaufen, währenddessen man hinter den Kulissen weiter an grundlegenden Lösungen arbeitet. Eine Sache ist sicher. Es kann sicherlich nicht die Endlösung sein, dass die EZB Geld druckt. Das kann ja vom Prinzip her nicht gehen. Sie kann auch, sie eigentlich überfordert. Es ist nicht ihre Aufgabe, dann auch die Länder weiter zu überwachen, dass die sich an die Sparvorgaben halten zum Beispiel und ihre Konjunkturen anwerfen. Aber um diese Abwärtsspirale etwas einzudämmen im Moment, denken wir, dass das wahrscheinlich in diese Richtung gehen wird, unter anderem auch wegen starken Drucks aus Großbritannien, aus Frankreich und aus den USA, selbst von Präsident Obama jetzt persönlich vorgetragen, in der Vergangenheit auch von Geithner und anderen. Also ich denke, es wird sehr schwierig werden, selbst wenn man dieser Strategie nicht folgen möchte, sich dem zu widersetzen. Letztendlich kann noch etwas dauern, allerdings. Sie sagten, sich Zeit kaufen wofür? Was passiert da hinter den Kulissen, wie Sie es angedeutet haben? Zeit kaufen für, also es gibt ja einen Konflikt zwischen Konjunkturmaßnahmen und Sparmaßnahmen. Und da hat eigentlich auch noch keiner die Patentlösung gefunden, wie man das umsetzen kann. Aber wenn die einzelnen Länder vernünftige Maßnahmen vorlegen können und wenn man eventuell auch besser darlegen kann, wie man kooperiert und sich gegenseitig stützt, also wenn da ein geschlossenes Gefüge vorgelegt wird, dann könnte man zumindest das Gelddrucken abbauen. Die Frage ist auch, wie wird Geld gedruckt? Also es wird wahrscheinlich nicht wie bei der Fed die Notenpresse angeworfen, sondern etwas geschickter gemacht aufgrund von Wertpapierkonstruktionen, eventuell gefiltert durch den Internationalen Währungsfonds. Gleichzeitig können auch noch andere Lösungen angedacht werden, wie ein europäischer Währungsfonds. Und gleichzeitig muss man bedenken, dass man politisch äußerst vorsichtig vorgehen muss, denn wir sehen, Ressentiments gegen Deutschland kochen hoch, neuerdings auch aus England. Aus Griechenland haben wir sie sowieso schon gesehen. Also es besteht auch Angst vor einem starken Deutschland. Und da müssen wir als Deutsche auch sehr vorsichtig vorgehen. Was ist Mario Draghi für ein Mann? Sie sind nah dran am Geschehen. Seine erste Aktion war gewesen, zunächst einmal Zinsen zu senken. Das hat ja auch damals vor 3 Wochen niemand jetzt unbedingt erwartet. Wird die EZB sowas wie die, ja, US-Notenbank, also nach amerikanischem Vorbild?
Sie kann eigentlich nicht das Gleiche werden, weil wir ein ganz anderes Gefüge haben. Die USA ist homogen. Das kann man ganz anders koordinieren als bei der EZB. Ich würde allerdings sagen, dass Mario Draghi, obwohl nicht so weit entfernt altersmäßig von Trichet, doch eine andere, eine neuere Generation von Notenbankern ist, der auch in dieser Gemeinschaft unter seinesgleichen, altersgleichen auch, auch von der Mentalität her integriert ist. Und ich denke, dass die Notenbanker untereinander auch ein gutes Netz haben, um da zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Sandra Navidi, Geschäftsführer von Beyond Global, sitzt in New York, heute zu Gast an der Börse in Frankfurt. Dankeschön fürs Interview. Bitteschön.